Ohne Illusionen reiste der erste FC Magdeburg nach Turin. Die Italiener schossen in der 15. Minute nach Solo von Causio durch Cucurello das einzige Tor des Rückspiels vor 63.000 Zuschauern. Der Torschütze, Cucurello. Magdeburg bemüht sich, aber erfolglos. Die beiden Chancen der Elbestädter durch Streich, nach dieser Vorlage von Mewes, und später auch noch in der ersten Halbzeit nach Streich Eingabe durch Hoffmanns Kopfball.